Also die Welt besteht im Wesentlichen aus einfachen Bausteinen, Elektronen, Protonen und Neutronen, aber ein Blick aus dem Fenster offenbart eine große Vielfalt. Und unsere Arbeit in der theoretischen Festkörperphysik beschäftigt sich mit Aspekten dieser Vielfalt. Wir erforschen Existenz und Eigenschaften sowie mögliche Anwendungen neuartiger Ordnungs- und Unordnungstypen in der klassischen und in der Quantenphysik. Das Schöne an dem Forschungsgebiet ist, dass es eine Verbindung von sehr elementaren Fragen ist, was für Formen von Ordnung gibt es im Universum, gleichzeitig nah an der Materialphysik ist. Bei meiner Arbeit als Forscher sucht man jeden Tag interessante Fragen und deren Antworten oder interessante Antworten und die dazugehörigen Fragen. Und das Ganze ist meistens anspruchsvoll, selten langweilig und immer faszinierend.